meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute mal wieder eine neue Folge Minecraft News, denn es gibt brandneue, heiße Neuigkeiten für euch. Morgen am 1. Juli 2015 kommt Titel-Update 25 raus. Ja, sie haben es eben auf Twitter gepostet. Hier ist der Post. Sie haben geschrieben, Titel-Update 25, ich kann gar nicht sprechen vor Aufregung, /CU14/Patch 1.17 will be out tomorrow. Und dann noch mit einem Link, dazu kommen wir aber gleich. Auf jeden Fall, ganz klar, morgen am 1. Juli kommt das Update raus. Endlich, die ganzen Features, die kommen, habe ich euch ja aufgezählt. Muss ich jetzt nicht 20 Mal wiederholen. Das ist auf jeden Fall die eine Sache. Das ganze Update wird morgen kommen. Aber mit diesem Update kommt ein Exclusive nur für die PlayStation-Version von Minecraft. Und zwar kriegen wir ein Little Big Planet Mesh-Up-Pack. Ihr seht das jetzt gerade eingeblendet. Und zwar, wie gesagt, ist das eine Welt, ein Texture-Pack und ein Skin-Pack. Das seht ihr jetzt gerade alles eingeblendet, wie das Ganze aussieht. Ich finde es sehr nice. Little Big Planet habe ich damals immer sehr gesuchtet auf der PlayStation 3. Finde ich sehr geil. Ich hoffe, ihr freut euch über diese Nachricht. Also ich bin gerade aus dem Häuschen. Ich war gerade auf Twitter, habe das Ganze nochmal gecheckt. Auf einmal haben sie das gepostet, was mich sehr gefreut hat. Und das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Was auch noch kommen wird, ist ein kostenloses Minecon-Skin-Pack, was auch morgen auf allen Plattformen also rauskommt. Ihr werdet jetzt auch noch einen Screenshot davon sehen, wie das Ganze aussieht. Finde ich auch sehr nice, dass sie sowas ausgedacht haben. Ist auf jeden Fall eine richtig nice Sache. Nice Sache, wollte ich schon sagen. Und ich hoffe, euch gefällt diese neue Nachricht, dass morgen das Update rauskommt mit dem Mesh-Up-Pack von Little Big Planet und einem kostenlosen Minecon-Skin-Pack, was sehr nice ist. Falls euch dieses Video bzw. diese Nachricht gefallen hat, könnt ihr das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Würde mich sehr freuen. Und das war die Folge Minecraft News und haut rein.